Ja, mein Name ist Carsten Grohn, ich arbeite bei der KWS seit 2010. Ich bin verantwortlich für ein Kölner Maiszüchtungsprogramm. In meinem Kölner Maiszuchtprogramm züchte ich Sorten für den deutschen Markt. Reifezahl 230 bis 280. Wir sind daran interessiert, kompakte Typen zu züchten, die sich besser in das Landschaftsbild einfügen. Die Länge spielt eine untergeordnete Rolle, weil wir keine Silo- oder Energiemaishybriden züchten, sondern wir sind an den Körnern interessiert, dass die Körner sauber sind, also keine Verpilzung aufweisen. Zu den Herausforderungen im Körnermais zählen natürlich die Extrembedingungen der letzten Jahre. Es geht darum, stabile Sorten zu züchten, die diesen extremen Bedingungen gerecht werden. Wir haben zum Beispiel verschärfte Düngeverordnungen jetzt auch in Zukunft. Hinzu kommt natürlich immer mehr und mehr Trockenstress. Und die Sorten müssen diesem Trockenstress auch angepasst sein. Und dann gilt es natürlich darüber hinaus, jetzt über das ganze Bundesgebiet zu züchten. Das heißt, die Böden sind nicht die gleichen. Wir haben leichte Böden, wir haben schwere Böden. Und die Bedingungen, die Anforderungen an die Sorte werden einfach immer mehr. Eine stabile Sorte zu haben, die auch fürs ganze Bundesgebiet funktioniert. Körnermais-Sorten wie KWS Gustavius haben die Eigenschaft einer schnellen Abtrocknung, Drydown. Und dieses wiederum reduziert dann die Trocknungskosten und stellt somit einen ökonomischen Vorteil für den Landwirt dar. Gerade in der Ackerbauregion mit getreidelastiger Fruchtfolge bietet der Körnermais eine interessante Alternative zur Auflockerung der Fruchtfolge. Mit der mittelfrühen Körnermais-Sorte KWS Gustavius haben wir bewiesen, welches Potenzial in diesen Sorten steckt. Auf diesem Erfolg wollen wir aufbauen und auch in Zukunft dem Landwirt ertragsstarke, stabile Sorten zur Verfügung stellen.